Ich glaube, das war für ihn, aber auch für die ganze Mannschaft damals irgendwie eine Sternstunde, weil das passiert ja auch nicht so häufig. Super Frage. Ich habe das im Hinterkopf, weil ich glaube schon, dass es so Momente gibt, an die man sich gerne erinnert. Und Romano, ich habe mit ihm auch schon drüber gesprochen, nicht jetzt erst vor dem Spiel, aber schon ein paar Mal vorher. Ich glaube, das war für ihn, aber auch für die ganze Mannschaft damals irgendwie eine Sternstunde, weil das passiert ja auch nicht so häufig. Und das passt ganz gut, weil er auch insgesamt jetzt eine sehr, sehr wichtige Rolle bei uns einnimmt. Ich glaube, das sieht jeder, dass er viele Spiele von Anfang an hatte, dass er aber eigentlich immer zu Einsätzen kam und nicht zu 5 Minuten Einsätzen, sondern auch häufig der erste Einwechselspieler ist oder halt von Anfang an spielt. Und Romanos Mischung aus sehr aggressiver Arbeit gegen den Ball, aber so nach und nach auch mehr dieses Freche reinzubringen in der Bundesliga, was natürlich eine gewisse Zeit braucht. Wir haben da ja auch nach dem Spiel drüber geredet, da so eine gewisse Entscheidungshärte und Wettkampfhärte auf diesem Niveau zu kriegen, auf dem er vorher noch nie gespielt hat, weil es ist halt auch ein Unterschied, bei allem Respekt dann einmal im Jahr gegen Gladbach zu spielen in der Europa League oder Woche für Woche Bundesliga zu spielen. Und da ist er auf einem richtig guten Weg und ich hoffe, er macht weiter da. Er verinnerlicht immer mehr Spielprinzipien von uns, ohne dass ich ihn damit überfrachten will, weil er auch ein freier Spieler ist. Aber es wird intuitiver, dass er sich in unser Spiel anpasst. Und ja, ich bin wirklich mit seiner Entwicklung, über seine Entwicklung hoch erfreut und hoffe, dass er die so stabilisieren kann. Und dann ist er auch für Dienstagabend in einem Stadion, was er, glaube ich, sehr mag, mit absoluter Sicherheit eine Option, in welcher Rolle auch immer. Glaubst du, dass so ein Florian Neuhaus diese Szene noch in Erinnerung hat, wenn er Romano auf sich zukommen sieht? Und was muss man da befürchten? Naja, ich glaube, der Florian Neuhaus, der hat zwischen dem Spiel gegen Romano Schmid und Wolfsberg das ein oder andere weitere Highlight in seiner Karriere gehabt, im positiven Sinne. Das ist einer der Topspieler der Bundesliga aktuell. Ich befürchte, dass es ihm keine Angstschweiß auf die Stirn treiben wird. Da, glaube ich, müssen wir uns keine Illusionen machen.